Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus und bei der Einstimmung auf den Jahreskatalog 2022. Heute haben wir wieder das Produktpaket oder die Produktreihe sogar, Farben des Glücks auf dem Tisch. Das ist dieses tolle Stempelset, Alles Glück mit wunderschönen Stanzen und dem wirklich, wirklich ganz tollen Papier. Hier habe ich mir jetzt meine Seite ausgesucht. Wir machen nämlich eine Double Gatefold Card. Das heißt, es ist eine Karte, die sich zweimal hier öffnet. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein halber Bogen von dem Designerpapier 30x30. Und da schneide ich jetzt 14,5 cm ab. So. Und dann wird auch schon gefalzt. Und zwar wird auf jeder Seite bei 2 Inch und bei 4 Inch gefalzt. Jetzt müssen wir uns konzentrieren, dass wir das schöne Papier nicht zerschneiden. Also 2 Inch. Jetzt gibt es hier 4 Inch. Und das machen wir auf der anderen Seite einfach auch. Nochmal. Zwei Inch. Vier Inch. So. Und jetzt wird von oben 3/4 Inch gemessen, das sind 7 cm, also ganz ein bisschen mehr als die Hälfte, und oben und unten eine Markierung gesetzt. Da drücke ich einfach am Ende das hier so ein, dass wir hier so eine kleine, oh, man sieht es ein bisschen hier, so eine kleine Markierung haben. Und die legen wir dann ins Schneidebrett zusammen mit der zweiten Schnittlinie. Also hier haben wir die Markierung. Man sieht es echt schlecht. Hier ist die Markierung. Und hier ist die zweite Falzlinie. Und da schneiden wir dann so ein Dreieck runter. Und das machen wir auf beiden Seiten. Hier ist die Markierung. Und da ist, da sehe ich sie besser, weil sie auf gelb ist, die Markierung von 2/3 Inch, und es wird einfach abgeschnitten. So. Und jetzt haben wir hier schon unsere Karte und können mal testen, in welche Richtung wir sie gerne gefalten hätten. Ich hätte gerne diese Richtung mit etwas mehr Flower Power. Gut, dann haben wir das. Dann falten wir die hier noch einmal nach. So. Genau, dann im Anschluss legen wir jetzt, schneiden wir einen Kartenaufleger hier rein. Ich messe mal kurz die Breite nach, dass wir dann was zu schreiben haben. Es sind 10 cm, das heißt 14 cm auf 9,5 ist der Innenaufleger. Machen wir mal hier 10 cm. Ich schneide das so, weil wir später noch eine Banderole brauchen. 9,5 cm, jetzt bin ich ganz falsch. 9,5 cm auf 14 cm. Bisschen aus dem Bild gerutscht. Genau, das wird hier reingeklebt, aber bevor wir das machen, verzieren wir das unten noch mit ein paar Stempeln. Und zwar mit dem passenden Stempeln Alles im Glück.
ist denn da passiert? Oh, ich brauche noch schnell einen Stempelblock. Eine Sekunde. Klick, da ist er. Ich werde hier einfach diese wunderschöne, für mich ist es eine Pfingstrose, hier unten einmal in Schwarz-Weiß so abstempeln in Memento. Seht ihr gar nicht, jetzt ein bisschen hoch. Und vielleicht noch ein Blatt dazu, würde ich sagen. Das ist die Kamera ein bisschen weiter oben. Muss ich meine Arme strecken. Mache ich aber gerne. So. Das Blättchen hier. Das stempeln wir auch noch rein. So. Genau, und schon ist mein Inneneinleger fertig und kann in die Karte reingeklebt werden. Und dann, damit das Ganze schön zusammenhält, gestalten wir noch einen. Oh nein, oh nein, oh nein, da müssen wir jetzt einen Spruch reinmachen, weil ich da mit den Fingern gestempelt habe. Schauen wir mal, was wir haben. Wir wünschen dir alles Glück der Welt. Das mache ich, weil jetzt haben hier viele Leute, viele Kinder, Firmung und Konfirmation. Und da kommt alles Glück der Welt, ist da genau das angemessene Geschenk, um diese Tapser zu verdecken. So. Jetzt nochmal gesaut. Aus mich jetzt gar nicht anzufassen. Machen wir an der Seite. So. Manchmal hat man Tinte an den Fingern und verteilt es leider an den furchtbarsten Orten. Na, aber jetzt nimmt hier das Unglück seinen Lauf. So, also wenn das nicht eine wunderschöne Karte ist, die schließen wir. Und jetzt kommt die Banderole. Da braucht ihr die Länge des Farbkartons einmal in 2,5 cm. So, das kommt dann hier hin. Und ich habe mir gedacht, wir machen als Eyecatcher noch eine gestempelte Blume, eine schon kolorierte Blume aus dem Designerpapier. Stanzen wir aus. Es würde, glaube ich, hellrosa am besten passen. Was meint ihr? Na super, jetzt habe ich natürlich keine Schere. Was ist denn heute los? Ich dachte... Einfache Karte, mach mal mit der Big Shot raus, brauchst du keine Schere. Aber merken, man braucht immer eine Schere. So, das ist hier gar nicht so einfach, weil hier sind so unglaublich viele Motive, die man mit den Stanzen ausschneiden kann, dass es schon fast ausgeschnitten ist, wenn man es rausschneidet. Versteht ihr, was ich meine? Motive dicht an dicht. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Wer sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich so viel mit so bunten Blumen mache. Man kann auch wirklich nur mit dem Designerpapier eine ganze Menge anstalten. Man kann diese Blüten mit der Hand ausschneiden und dann einfach so wunderschöne Funfold-Karten machen, wo das Designerpapier richtig gut zur Geltung kommt. Jetzt müssen wir hier mal gucken. So, oder? Hier ist es. Es dauert, nein, hier ist es gar nicht. Jetzt schauen wir mal. Das hier. So.
ist denn dieses große Blatt hier? Hier, das kann es sein, ne? Ich suche mir mal ein großes Blatt oder eine markante Ecke und dann versuche ich die Stanze auszurichten. Klappt meistens super. So. Und da, wunderschön ausgeschnitten die Blume. Und jetzt haben wir innen ja den Spruch: Wir wünschen dir alles Glück der Welt. Und draußen machen wir dann: Weißt du, wie wundervoll du bist? Und vorgestellt hätte ich mir, dass wir auf der einen Seite diesen Spruch machen. Das mag es nicht. Auf der anderen Seite noch die Blume kleben und dann die Banderole schön um die Karte umlegen. Suchen wir uns das jetzt relativ mittig aus, damit wir das dann schön hier einmal rumschlingen können. Übrigens kann ich mir die Karte auch ganz, ganz super in der Männerversion vorstellen. So. Das legen wir einmal rechts um. Hier gucken, dass alles gerade ist. Bisschen festdrücken. Und dann auf der anderen Seite links. Schauen wir mal. Genau, da kommt noch die Blume hin. Das ist doch hübsch. Hinten schneide ich es einmal ein bisschen kürzer. Da sehen wir, da steht einiges ab. Ich schneide es jetzt mit der Hand kürzer. Und das, was jetzt nicht so ganz gerade kürzer geschnitten ist, kommt nach hinten. Und dann wird es ganz locker mit ein paar Spritzern Kleber nur zusammengeklebt. Und beim Zusammenkleben drücke ich es noch ein bisschen auseinander, damit man hier wirklich eine ganz leicht verschiebbare Banderole hat. So, schwupps. Da würde ich jetzt auch den Spritzer auf den Farbkarton machen, damit wir garantiert nirgendwo Kleber haben, wo kein Kleber hingehört. So. Jetzt fällt mir noch was ein. So. Mit diesen Resten könnte man tatsächlich, die könnte man. Die sind aber sehr dunkelblau und wenig kontrastreich. Man könnte hier an der Falzlinie, die eh schon da ist, beim Rest abschneiden und nochmal so einen Streifen erzeugen. Ich halte es mal kurz hin. Ob das jetzt besser oder schlechter ist. Oder ob das einfach dann zu viel ist. So, jetzt kommt hier meine Banderole wieder drauf. Einfacher geht es natürlich von unten. Ne, ich möchte dieses wilde Blumenmeer. Und das ist meine Double Gateful Card für euch. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Im Prinzip ist es gar nicht schwer. Heute ein bisschen verrücktes Video gehabt. Und man kann ganz schöne Einladungen machen. Ich finde, es schaut unheimlich wertig und kreativ aus mit gar nicht viel Aufwand. Ihr braucht wirklich nur ein Falzbrett und ein Schneidebrett. Ihr könnt, also Falz und Schneidebrett, ihr könnt das mit allen Stempelsets und passenden Designerpapieren zusammen machen. Bitte sagt mir doch mal, wie euch diese Kartenform gefällt, ob ihr sie auch so toll findet. Schenkt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, unbedingt abonnieren. Dann bei Bestellungen, wenn ihr könnt alle Sachen, die ihr hier gesehen habt, ab 3. Mai bestellen. Und ihr dürft euch sehr gerne an mich wenden für Beratung oder bei Fragen, Anregungen. Ich freue mich riesig, wenn ihr euch meldet.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis ganz bald im nächsten Video.